fährst du so auf, Ehemann? Warum fährt er so langsam? Was ist mit dem los? Und mein Mann fährt wie ein Henker. Okay, super. Er fährt ja schlimmer als der Max. Guten Morgen aus Gotha. Wir gehen jetzt frühstücken. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Und das ziehe ich mir jetzt noch an. Mir ist nämlich total kalt. Da ist auch der Lassie. Guten Morgen. Ich bin's. Wir gehen jetzt frühstücken. Wir warten aber noch auf Max. Der ist noch da drin. Okay, also viel Spaß beim Video. Gott, bin ich müde. Ich habe so schlecht geschlafen. Da ist auch der Max. So, ich bin wach. Der Max ist wach. Was wollte ich denn sagen? Was machen wir denn überhaupt in Gotha? Ich glaube, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Hallo, hallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, was hat sie denn da eigentlich gemacht in diesem Modehaus? Erzähle ich euch auf jeden Fall noch. Ein paar Eindrücke habt ihr ja schon gesehen. Wir müssen jetzt aber ganz schnell los. Da ist auch der Lassie und da ist mein Handy. Wir müssen nämlich jetzt Schulsachen kaufen, denn morgen ist ja bei uns wieder Schulanfang. Da ist auch die Bella. Genau, nicht wundern, wir sind das letzte Bundesland, das wieder zur Schule geht. Na Bella, ja, ja, Gesundheit. Gesundheit, Bella. Und jetzt, Gesundheit. Ja, und dann müssen wir jetzt eben noch ein paar Sachen kaufen für Lassie. Und der Luki ist auch mit dabei. Der kommt auch gleich. Und ja, ich bin total kaputt, muss ich euch sagen. Mir tun voll die Augen weh. Ich weiß nicht warum. Mir ist auch total schlecht. Aber gut, es nützt ja nichts, ne? Genug gejammert. Es muss ja irgendwie weitergehen. Na, Bella? Das ist übrigens auch wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich diesen Rock tragen werde. Ich gehe schwer davon aus, aber die Sonne scheint so schön. Weiß nicht, könnt ihr das sehen? Die Sonne scheint schön. Ich muss jetzt gleich nochmal die Liste kontrollieren hier, was die mir per E-Mail geschickt haben, was der Lissandro so braucht für seinen ersten Schultag. Wir kaufen übrigens alles im Ort. Das ist meine Kindergärtnerin gewesen, die Verkäuferin. Unglaublich, oder? Also ja, wir unterstützen ja hier die kleinen Geschäfte und da gehen wir hin. Und dann hilft sie uns. Ich zeige ihr die Liste, die in meinem Handy abgespeichert ist. Und dann kaufen wir eben alles. Und der Luki ist jetzt auch bereit. Und ich bin, wie gesagt, total müde. Ja, ich habe viel Arbeit. Luki? Ja? Bist du bereit? Ja. Da liegen übrigens auch noch ein paar Sachen auf dem Tischkicker. Der Postbot war nämlich da. Kann ich euch später zeigen. Und ich wollte euch noch was zeigen, da mich da wahrscheinlich wieder viele danach fragen werden. Ich zeige es euch, wartet. Und zwar habe ich heute meine neuen Produkte verwendet von Soties. Falls man das so ausspricht. Das ist der Bronzer, den habe ich auch gerade drauf. Und das Ganze sieht so aus, total edel. Auch diese Prägung gefällt mir total gut. Und das ist der Lidschatten. Moment. Ups. Genau, das ist der Lidschatten. Big fail. Auf jeden Fall ist hier auch nochmal deren Emblem oder Logo eingestanzt. So sieht das Ganze aus und das trage ich eben heute auch. Und hier habe ich es jetzt auch schön auf meinem Finger. Und das ist der Lidstrich. Also mit diesem Produkt hier habe ich mir den Lidstrich aufgetragen. Und das ist auch richtig cool. Wartet, ich habe ja Sauerei am Finger. Der lässt sie hinten mir gerade. Es hat so eine Spitze. Ich kann es jetzt schlecht swatchen, aber das ist richtig cool, weil ihr dann eben eine ganz, ganz spitze Spitze habt. Und dann könnt ihr euch schön den Lidstrich ziehen. Aber jetzt müssen wir uns wirklich beeilen, damit wir alles schaffen. Na, Lassie, jetzt gehen wir erstmal Schulsachen shoppen. Los geht's. So, wir laufen. Wir fahren nicht mit dem Auto. Warte, die Bella muss noch mit, Schatz. Oh, können wir nämlich schön die Bella mitnehmen. Und hier das Gefäß, ihr könnt schon sehen, ist immer noch nicht bepflanzt. Ja, Bella, du willst auch mit, ne? Tschüss, Ab. Okay, die Sonne scheint, also los geht's. Morgen nehmen wir euch übrigens mit zum ersten Schultag von Lissandro im Gymnasium. Bist du aufgeregt, Lassie? Ja. Ein bisschen ist er aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe meinen Mann gezwungen, dass er sich Zeit nimmt. Er hat sich mal eine Stunde freigenommen. Wow. War es doch ganz schön kalt. Ich glaube, ich hole mir noch mal meine Jacke. Oder, Lassie? Hol dir einen Pulli. Ein Pulli? Ein Hoodie? Mir ist nicht kalt. Egal.
Ich habe übrigens meine alte Brille auf, weil meine neue kaputt gegangen ist. Die muss ich heute auch noch zum Brillenmacher bringen. Yeah, läuft bei mir voll gut. Habt ihr auch einen Zirkel? Ja, ja, ne? Mhm. Zirkel habt ihr auch, gell? Eine Schere brauchen wir noch. Genau. Dann ist es eigentlich, hast du da lange dran. Yogi, was brauchst du noch? Ja. Wir haben alles. Jetzt geht's wieder heim. 39 Euro. Eieiei. Aber die Kinder haben auch was Süßes bekommen. Das ja. gibt's nur hier. Haha. In so kleinen Dörfern ist es so. Na, Bella. So, jetzt krieg ich die Leine hier nicht ab. Moment. Nessie, wo ist meine Süßigkeit? Aha. Dankeschön. Lecker. So, und hier ist unsere Tüte. Jetzt geht's wieder nach Hause. Gott sei Dank hat es aufgehört zu regnen. Vorhin hat es nämlich geregnet. Ha. Komm, Bella. So ist fein. Voll lieb von der Vera, von meiner damaligen Kindergärtnerin. Ich habe es euch ja schon gesagt, ich kann mich noch voll gut erinnern an die Vera. Die war immer so lieb. Oh, die hat uns immer auf den Schoß genommen, dann hat sie uns gekribbelt. Wisst ihr, was das ist, gekribbelt? Wahrscheinlich schon, gell? Ja. Und jetzt hat sie den Schreibwarenladen. Ach, schon ganz lange. Schon ja. super lang. Und die hilft auch immer, ne? Alles auszusuchen. Mhm. Ist schwer, Lassie? Es geht. Es geht. Wieso ist das denn so schwer? Ja, da sind ganz viele Hefte drin vom Lucky. Sein Zirkel. 40 Euro, hallo. Jetzt scheint wieder plötzlich die Sonne. Ja, vorhin hat es geregnet. Ja. Muss man mal schlau werden aus dem Wetter, ne, Bella? Hier ist die Leine von Bella. Die darf jetzt so frei laufen, weil wir ja schon angekommen sind. Na, Bella. Na, komm. Puh, bin ich kaputt. Berg hoch, Berg runter. Ja, so ist das, wenn man in einem Dorf lebt. Nix mit Real, einmal hin, alles drin. Na, Bella. Lucky hat auch ein Paket bekommen. Hey, oder Fidget Spinner? Wahrscheinlich, ne? Zeig mal. Geht's? Hm? Ein Fidget Spinner. Ja, der Lucky wollte halt auch einen. Na, Lucky? Ja. Zeig mal, wie der aussieht. Sieht irgendwie voll edel aus, finde ich. Sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt er dir auch, mein Schatz? Ja. Okay. Dann viel Spaß beim Spielen, ne? Danke. So, jetzt müssen wir alles beschriften. Das wird ein Spaß. Ja, das wird voller Spaß. Ich wollte euch jetzt aber noch ganz kurz zeigen, was der Postbote gebracht hat, bevor ich alles beschrifte. Und zwar habe ich jetzt hier von das Heft so Vokabelhefte und dann habe ich ein Hausaufgabenheft für den Lassie. Da freut er sich schon. Meine Kinder lieben diese Hausaufgabenhefte und eins noch für den Lucky. Und eins natürlich für den Moritz. So sieht das Ganze aus. Und dann habe ich hier noch diesen Familienplaner. Da bin ich schon mal gespannt, wie ich damit zurechtkommen werde. Also ich finde den jetzt so rein optisch schon mal sehr, sehr schön. Ich muss mal gucken, ob das von der Aufteilung her passt für die vielen Kinder, die wir eben haben. Mal schauen, werde ich euch auf jeden Fall noch sagen. Und dann haben wir hier noch ein paar Mathehefte für den Lucky und Physik für den Moritz. So, und dieses hier für die Notizen ist für den Max. Denn der Max ist ja jetzt ganz offiziell Student. Dann hat der Postbote mir hier noch Produkte von Luvia gebracht. Wollte ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Und zwar liebe ich ja diese Pinselseife. Meine ist nämlich leer. Und dann gibt es zwei ganz neue Produkte eben von Luvia. Und zwar zum einen die diese Highlighter-Palette hier, die ist eben ganz, ganz neu, habe ich euch auch auf Insta gezeigt. Das ist so ein cremiges Finish und wenn ihr Highlighter und Fleek haben möchtet, dann, oh mein Gott, schaut euch bitte diese Palette an. Die kostet 19,99 Euro, gibt es auf Amazon, kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Die ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Und dann habe ich jetzt hier noch eine Contouring-Palette mit allen möglichen Farben. Da ist mit Sicherheit auch eine schöne Farbe für euch dabei. Ich habe die sogar schon als Lidschatten verwendet und habe mir dann quasi ein kleines Highlight gesetzt mit dieser Palette hier. Ach ja, genau. Und hier sind dann auch noch Pinsel von Luvia. So sehen die aus. Die habe ich jetzt aber noch nicht aufgemacht. Das ist alles noch verpackt. Werde ich euch dann auch auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, jetzt muss ich mich beeilen. Ich muss nämlich jetzt, wie gesagt, Hefte beschriften und morgen muss ich dann die ganzen Bücher einbinden. Oh mein Gott, ich hasse es. Wem geht's genauso? Schreibt es unten in die Kommentare. Morgen werden die Kinder nämlich die ganzen Bücher bekommen und die müssen dann eben, wie gesagt, eingebunden werden. Ich beeile mich jetzt und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zur Einschulung von Lissandro wieder und ja, ich beeile mich jetzt. Bis morgen!
Morgen, jetzt seht ihr mich auch mal. Der Lissandro ist jetzt ganz offiziell ein Gymnasiast. Yay! Es war total aufregend. Die Kinder haben jetzt 2 Stunden Schule. Die bekommen jetzt die Bücher bzw. irgendwelche, Einweisungen. Was weiß ich, mein Mann fährt wie ein Henker. Ich gehe jetzt kurz zu meinem Bruder. Ich sage das so bescheuert. Alle, die mich kennen, wissen das auch. Ich übertreibe da immer, wenn ich das sage. Und später hole ich den Lassie wieder ab. Dann fragen wir ihn mal, wie es so war. Und ich arbeite jetzt dann aber auch erstmal noch was. Und mein Mann geht jetzt auch auf die Arbeit. Oh, der fährt echt wie ein Henker. Also wir sehen uns später wieder mit dem Lassie zusammen. Da sind wir wieder. Ich habe den Lassie jetzt abgeholt von der Schule. Und Lassie, wie war's? Gut. War gut. Ganz viele Bücher haben sie bekommen. Die muss ich jetzt alle einbinden. Ich kaufe dazu jetzt das passende Material. Und Alessandro bekommt jetzt noch einen neuen Schulranzen. Da gehen wir jetzt auch hin. Wir kaufen den hier bei uns im Ort. Habe ich euch ja schon erklärt, dass wir hier die Geschäfte unterstützen. Mal gucken, ob wir irgendwas finden. Aber wir beenden jetzt mal an dieser Stelle dieses Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich nehme euch im nächsten Video dann mit beim Schulranzenkauf bzw. zum Geburtstag meines Patenkindes. Da müssen wir nämlich heute auch noch hin. Aber wie gesagt, jetzt beenden wir dieses Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao. So, der Alessandro ist jetzt ganz offiziell ein Gymnasiumkind. Ein Gymnasiumkind, wie hört sich das an? Voll behindert. Warum fährst du so auf? Wie immer.